Jetzt habe ich das alles mit dem Fuchsschwanz abgeschnitten, bündig geschliffen, den Schaum weggeschnitten, Polyester weggeschliffen. Jetzt werde ich nochmal nachspachteln mit dem Polyester. Jetzt werdet ihr doch sehen, meine Geheimmischung von dem Polyester. Aber bitte sagt es keinem weiter. Das ist wirklich extrem geheim. Ist da drin. Jetzt nehme ich hier ein paar Gramm von dem Polyester und das ist der Härter. Vom Härter gebe ich ein paar Grilligramm drauf. Und das Geheimnisvolle bei mir ist, dass ich es vorher so mache und dann so. Denn dieser BU-Leim hier ist sehr bohrig, also grob bohrig. Und wenn ich da etwas Spachtelmasse drüber gebe, sieht man später nichts mehr. Ich muss mich extrem konzentrieren, ich darf nicht die Bohrungen zuspachteln, die ich erst gemacht habe, wo die Bänder reinkommen. Das wäre eine schön blöde Geschichte. So sieht das aus, so löchrig. Und wenn ich die Spachtelmasse drüber gebe und dann schleife, sieht man nichts mehr. So, der Polyester ist getrocknet. Jetzt schleife ich das hier, die Kante mit der Bandschleifmaschine gerade. Im Falz, da schleife ich mit dem Hupfernier schnell halbwegs bündig und dann mit der Hand den Rest. Und wenn ich das jetzt alles geschliffen habe, wird es abgestaubt. Abgeben ist an der Reihe. Das ist eine sehr gefährliche Lasur. Hier muss man sehr aufpassen beim Streichen. Sobald man hier kurz die Farbe stehen lässt oder mit dem Pinsel nicht schön auszieht, bleiben die Spuren für immer und ewig. Außer ich schleife es wieder ab. Also Freude macht es keine, mit der zu streichen. Einmal ist alles gestrichen, jetzt lasse ich das trocknen bis morgen, dann wird es leicht angeschliffen, dann streiche ich es ein zweites Mal, dann lasse ich es 3,5 Jahre liegen oder einen Tag und dann drehe ich das um, ich lasse es 2 Tage liegen. Wenn ich es zu schnell umdrehe, bleibt es mir hier kleben und das will ja kein Mensch. Auf jeden Fall zeige ich euch kurz einen Überschwenker über das Ganze. Wie gesagt, zum Streichen war das nicht sehr schön. Man sieht jeden Pinselstrich eigentlich und das hat sehr schnell immer eingezogen, also man konnte das gar nicht mehr quasi ausstreichen ordentlich. Hier beim Stock ist es viel schöner gegangen. Das könnte wirklich daran liegen, dass dieses Türblatt schon gestrichen war und das ja mit der alten Farbe irgendwie. Damit ihr ungefähr ein Gefühl bekommt, wie lange so ein Projekt dauert. Also gestern bin ich ja dann schlafen gegangen, also am Anfang des Videos, das habe ich ja gesagt, ich gehe schlafen. Jetzt gehe ich vielleicht noch eine Runde spazieren und dann gehe ich schlafen. Nicht mal dieses Streichen ist in einem Tag zum Schaffen. Ja, mit die Schnitzel. Lackschleifen mit 220er, so Schleifschwämme habe ich mir da gekauft. Ich kannte die von früher, da gab es aber bessere, die waren irgendwie flexibler, die sind relativ hart und steif und mit denen kommt man recht schwer in so Profile hinein. Also die Farbe hat über Nacht natürlich trocknen können. Nach dem Lackschleifen wird es das letzte Mal gestrichen, dann 2 Tage trocknen, würde ich sagen, umdrehen und dann wird die andere Seite gestrichen. Hier habe ich anscheinend nicht so viel mitgedacht. Da habe ich die Platte zu weit nach vorstehen lassen. Das schneide ich jetzt ab. Für so Spielereien ist diese fein wie gemacht. Das letzte Band noch. Das kann man dann hier fixieren, dass es sich nicht mehr heraus oder reindreht, dass das stabil ist. Hier kann man es im Nachhinein nachstellen, die Tiefe. Und beim Türblatt kann ich mit diesem Imbus hier die
die Höhe verstellen. Das heißt, ich kann diese Türe sogar anheben noch. Hier kann ich auch links und rechts verstellen, dass diese Luft zwischen den zwei Türen hier passt. Das kann ich hier einstellen. Hier kann ich die Höhe. Natürlich, wenn ich es in die Höhe drehe, ist hier zwischen den Bändern Luft. So würde es aufliegen, wenn nichts ist. Und wenn ich das in die Höhe drehe, ist natürlich hier dann Luft. Aber ja, Hauptsache die Türe passt, würde ich sagen. Die nächsten Schritte sind jetzt das Klebeband herunternehmen, noch vielleicht einen Tag trocknen lassen und dann die Türe einhängen. Ist eh nicht so schwer. Bist du etwa, das schaut schein aus. Das scheide dir. Steht es allein schon? Wo steht der? Er steht allein. So brav ist der. Erich, was tun wir da? Hey, einen Gurtund durch. Das erste Türblatt ist drinnen. Ohne diese Gurttechnik wäre es wahrscheinlich auch unmöglich gewesen, oder? Fast. So, jetzt die zweite. Warte, die Luft und. Passt der? Hup, 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 hup. Wenn man die Dichtung schneidet, ist es immer gut, wenn man eine Unterlage hat zum Schneiden. Wenn man nur so in der Luft schneidet, wird der Schnitt nicht schön. Und dann ist es hier in den Ecken kein schöner Stoß. Ich habe das mit der Kreissäge genutzt. Das ist auch nicht unbedingt das Beste, denn der Druck an die Führung ist nicht immer 100% perfekt. Und somit geht es manchmal schwer hinein, aber für eine Türe ist das kein Problem. Wenn man mehr Türen machen würde, ist es unbedingt wichtig, das mit der Tischfräse zu machen. Dann passt das auch wirklich 1492,5%ig. Und des Weiteren, wenn man die Dichtungen hineingibt, wenn man die Dichtung jetzt so mit Gewalt ausstreift und dann abschneidet, kann sich das wieder zusammenziehen und das passt nicht 100%ig. Also schön locker die Dichtung so hineindrücken, dann passt das auch. Jetzt ist die Dichtung drinnen, jetzt werde ich mich noch um den Riegel kümmern müssen. Hier ärgere ich mich gerade ein bisschen. Ich habe das so schön von oben rausgenommen und plötzlich fängt es an, sich zu verwickeln. Entweder liegt das an mir oder an den Dichtungseinwickelmenschen. Also falls der zuschaut, wenn ich jetzt die Türe zumache, sieht man, dass es hier spannt. Das heißt, das Türblatt muss etwas heraus, somit drehe ich diese Schrauben etwas heraus und dann kommt die Türe heraus und liegt nicht so fest in der Dichtung auf. Oben passt es schon, nur nach unten. Diese Luft hier in der Mitte muss auch schön parallel verlaufen. Das passt einigermaßen. Hier rechts werde ich eine Umdrehung nach links geben, dass ich hier oben schön bündig bin. Jetzt drehe ich das Türblatt, also die Schraube heraus. Zack, und hier noch eine halbe Umdrehung. So, jetzt schaut das gut aus. Innen noch eine Kontrolle, ob wir weit genug im Falzauf liegen. Ja, das passt. Das passt, wir liegen weit genug im Falzauf. Dieses Türblatt liegt mir etwas zu wenig im Falzauf. Das muss sich jetzt hineindrehen, damit es mehr nach, also in den Falz hineinkommt. Diese Luft wird dann zwar etwas mehr, aber da kommt sowieso eine Deckleiste drauf. Oben bin ich nicht hundertprozentig bündig und der Vorteil bei diesen Bändern ist, ich kann das nach oben drehen. Also wenn ich diese Schrauben hier, also diese Imbus hier andrehe, geht das nach oben. Die anderen auch mit andrehen. Aber das mache ich dann so mit Gefühl, da spüre ich dann, ah, jetzt stehe ich auf. Also der sitzt auf und der jetzt auch. Jetzt habe ich die Stange ein wenig abgefeilt, die quasi der Riegel, denn die war unten sehr rostig. Und jetzt kommt das hier montiert. Das werde ich aber zuvor noch schmieren. Es geht ein wenig streng, natürlich ist es dann sinnvoll,
ein ganz wenig Öl hier hereinzugeben. Also das war jetzt kein ganz wenig. Also es ist wichtig, extrem viel Öl hineinzugeben, dass es wirklich runterläuft. Manchmal, wenn irgendwas nicht funktioniert und da glaubt man, das kann sicher kein Öl nicht richten. Doch, kann es. Und jetzt hänge ich das hier ein. Wichtig ist, so einstellen, dass quasi das Tor offen wäre. Hier rein. Put, 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 put. So, so einstellen, dass es offen ist. Jetzt gibt es hier noch diese Abdeckung hinten. Zeichne mir die Bohrlöcher an. Den kurzen Riegel unten habe ich mir jetzt angezeichnet und jetzt kommt oben der lange hin. Dazu nehme ich mir wieder den kurzen, mache auf, halte mir das auf meine Bohrung und zeichne mir das hier an. Und jetzt brauche ich nur messen. Das hier hat 14 cm. Jetzt nehme ich mir einfach die kurze Stange. 98 plus 14 ist 112. Und jetzt kann ich mir die lange Stange, die ist hier, die lange Stange auf 112 abschneiden. Also diese Bohrung muss natürlich oben bleiben. So, jetzt schneide ich das ab. Jetzt wird das lange oben eingehängt. Hier einer. Aufs lange oben gebe ich zwei. Das habe ich jetzt grob angeschraubt. Hier hat mir meine Freundin helfen müssen. Ich konnte das nicht ordentlich halten. Mit dem Riegel bin ich darauf gefahren und habe somit markiert. Habe angefangen schon zu wegstemmen. Jetzt stemme ich das weg. Dichtung muss ich auch wieder rausnehmen. Unnötig hineingegeben. Unnötig nicht, aber ich muss sie auf jeden Fall wieder raus, denn da muss ich jetzt ein Eisenblättchen hinschrauben. Dieses Eisenblättchen werde ich da oben jetzt bündig versenken und dann geht die Dichtung hinten wieder drüber. Bei der Dichtung schneide ich nur die Nase weg. So, wo das Teil jetzt beginnt, also quasi diese Eisenplatte, muss ich natürlich hinten diese Feder muss ich herausschneiden, die quasi in die Nut hineingeht. Denn hier, wo diese Eisenplatte jetzt ist, ist ja nichts mehr. Jetzt habe ich mir die Tür so hingekeilt, dass sie schön bündig zu ist. Und habe mir das hier angezeichnet. Und ein Eisen habe ich mir auch gleich gemacht. Als erstes werde ich jetzt das Loch bohren, wo der Dorn hineingeht. Mal ob das so passt noch. Den Riegel habe ich jetzt fertig montiert. Der ist hier oben jetzt eingestemmt. Da muss ich noch etwas mit der Farbe austupfen. Hinter ist das Eisen und dann geht die Dichtung durch. Und wenn ich den Riegel jetzt aufmache, also jetzt ist das schon mal fix, unten im Beton eingebohrt und zur Sicherheit habe ich hier ein Eisen gegeben. Das bekommt man eben nie gerade hin, wenn man das dübelt. Als nächstes werden wir die Stoßleisten jetzt herrichten. Diese Stoßleiste in Fichte konnte ich noch retten von der Türe. Die war unten kaputt, das habe ich weggeschnitten und das Ausgebrochene, also einmal durch die Hobelmaschine gelassen. Und eine zweite Lärchenleiste hatte ich herumstehen. Diese werde ich außen oder innen nehmen, ich habe es schon abgelenkt. Jetzt fräse ich nur noch eine Rundung drauf und dann kann ich das schon streichen. Und dazu habe ich überlegt beim Streichen, wie ich es machen kann, dass ich beide Seiten gleichzeitig streichen kann. Und da ist mir was Superes eingefallen, das werde ich auch patent melden. Und was kann ich jetzt tun, dass ich beide Seiten gleichzeitig streiche? Ich drehe Schrauben rein. Also ich werde hier
links und rechts ein Loch bohren und werde 4x70er hineindrehen. Das sieht man dann sowieso nicht, das ist oben und unten bei der Türe. Am Boden müsste ich eine Maus sein und oben müsste ich ein Flugsaurier sein, um das zu sehen. Und jetzt kann ich das so auflegen und dann umdrehen und kann beide Seiten gleichzeitig streichen. Und bin natürlich so viel schneller, ich überliste quasi die Farbe. Ja, diese Stoßleisten habe ich jetzt schon einmal gestrichen und jetzt gerade Lack geschliffen und jetzt streiche ich es das zweite Mal. Das ist über Nacht getrocknet, also das hat jetzt Zeit genug gehabt. Wenn ich Leinölfarbe genommen hätte, wäre es noch nicht trocken, aber so geht's. Die Schrauben heraus. Diese Schrauben habe ich ja nur gebraucht, damit ich es gleich beidseitig streichen kann. Sonst hätte ich eine Seite streichen müssen, warten und dann erst die andere. So, das muss für innen sein. Und das ist länger, das kommt auf die Außenseite. Hierzu habe ich genommen so Nierosterschrauben, 4,5 x 50 mm. Die sehen relativ schön aus, glaube ich. Das muss man so raufgeben, dass es hier abdeckt und hier genug Fleisch, also genug Auflage hat, damit es nicht zu schnell sich verdreht. Ich werde das so kontrollieren. Jetzt liegt es hier auf, werde mir hier einen Strich machen und unten bis ich anstehe. Auch nicht, also oben bis ich anstehe und dann gehe ich ganz wenig zurück. Und jetzt schraube ich das an. Hier werde ich gehen nach dieser Vierkantschiene. Das ist der einzige Anhaltspunkt, wo man es gut sieht. Wenn es hier etwas um ist, sieht man es weniger wie neben dieser Schiene. Also ich habe hier bei der Schraube 3,7, dann werde ich hier auch auf 3,7 gehen. Und so mache ich das jetzt, bis ich unten bin. Diese Schrauben haben Vollgewinde. Jetzt ist das Problem, dass es mir die Leiste wegzieht. Jetzt muss ich, wenn ich angedockt habe quasi, gehe ich mit der Schraube wieder heraus, damit ich die Leiste ganz andrücken kann und dann schraube ich wieder hinein. Das ist der Nachteil bei Vollgewinde. Also Vollgewinde haben auch ihren Vorteil, aber hier haben sie einen Nachteil. Jetzt da ist hier Luft, weil es mir die Leiste nicht ganz anpresst. Jetzt drücke ich an. So, und jetzt ist sie schön dran. Dasselbe mache ich jetzt auch auf der Außenseite. Da nehme ich euch nicht mit. Draußen hat es nur circa 5 Grad oder 6. Sonst müsst ihr euch eine Jacke anziehen. Jetzt sitzt ihr wahrscheinlich gemütlich vor eurem PC oder im Wohnzimmer auf der Couch. Eigentlich wäre das Projekt dann fertig gewesen, wenn mir nicht eingefallen wäre, dass es noch etwas zu kaufen gibt. Und zwar diese Bürsten für unten. Unten habe ich ca. 6-7 mm Luft gelassen, damit, falls ein Stein, was ja hier leicht sein kann, unten ist, dass es nicht bei jedem Stein gleich ein Problem gibt und ich etwas tun muss. Zuerst wollte ich eine Bürste, da gibt es so Dichtmacher oder wie die heißen, die fräst man unten in eine Nut ein und seitlich beim Falz schaut ein Zapfen heraus. Und wenn ich die Tür zumache, drückt sich dieser Zapfen automatisch in den Falz hinein und drückt die Bürste nach unten. Aber wenn die Türe die letzten 10 cm oder 20 hat, fängt dieser Zapfen schon zu drücken an und würde auf diesen rauen Betonboden die Bürste, würde dann immer wetzen, streifen und wäre somit alle paar Jahre kaputt. Außen kann die Bürste ganz normal durchgehen, daher werden wir es außen montieren. Ich werde jetzt messen gehen, ich lasse euch erinnern in der warmen Stube. 116,8. Fürs Anschrauben nehme ich 3,5 16er Schrauben, daher bohre ich mit einem 3,5er Bohrer vor. Für so Eisen habe ich keinen Ausreiber, dann nehme ich mir einfach einen größeren Bohrer und stelle nicht Rechtslauf ein, sondern Linkslauf. Ich weiß nicht, ob ihr hier viel sehen könnt. Hier ist es dunkel, ich bin im Weg. Auf der anderen Seite ist kein Platz. Wie weit drückt man das nach unten, quasi, dass es am besten abdichtet. Aber das ergibt sich eigentlich auch wieder automatisch. Wenn man das hier herlegt, sieht man, dass man das nicht nach unten drücken kann. Das war's.
So, hier ist jetzt die Bürste montiert. Wenn ich das öffne, Projekttüre ist somit erfolgreich beendet. Ich hätte das schon viel früher machen sollen, nicht jetzt, wenn es so kalt ist. Ich habe mir das eigentlich schlimmer vorgestellt, diesen Stock anzupassen und alles. Es ist eigentlich relativ problemlos gelaufen und bin sehr zufrieden mit dieser Türe. Gekostet hat mir das Ganze jetzt diese Bürsten unten ca. 50 Euro. Das Material für den Stock sagen wir 20 Euro und die Farbe wird auch 20, 30 Euro gekostet haben. Also günstig. Diese Türe wäre ansonsten entsorgt worden und Arbeit war es auch. Relativ überschaubar, diese Türe wieder zum Herrichten. Also so kann man sparen. Und um dieses Geld werde ich natürlich Cordon Bleu, Kotelett mit Pommes frites, Salat, gemischten Salat oder auch separate Salate auf einzelnen Tellern und ich werde sie in mir mischen, aber nicht auf einem Teller. Also es wird alles finanziell möglich sein mit dem Geld, denn 1000 Euro Materialkosten hätte ich locker gehabt, wenn nicht noch mehr. Ich weiß nicht, was so ein Riegel kostet. Auf jeden Fall gut gespart. Ich will nicht länger reden und einen heißen Brei. Ein Brei wäre jetzt auch nicht schlecht. So, auf jeden Fall sage ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Vielleicht lasst ihr mir ein paar Kommentare. Hier finde ich immer sehr unterhaltsam und lustig. Euer Manuel. Ich kann nicht sagen euer Thomas. Ich bin der Manuel, ganz klar.